Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir waren ja beim letzten Mal, haben wir ja angefangen mit dem Spiel und da haben wir die ersten beiden Missionen schon mal gespielt und da haben wir schon mal so einen Einblick bekommen. Und wir haben bei der letzten Mission ja Spice abgebaut und die ersten Harkonnen platt gemacht. Und ja, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Ich fange direkt an. Und zwar könnten wir jetzt die Ordos angreifen oder ins Leere gehen. Ich würde sagen, ich gehe direkt mal auf Konfrontationskurs und ja, spiel mal die Cutscene ab. Gut gekämpft, Commander! Ihr habt den Herzog überaus beeindruckt. Er ersucht euch, diesen Einsatz zu leiten, persönlich. Unsere Aufklärer sind gerade aus dem Tuono-Becken zurückgekommen, wo sie einen Außenposten der Ordos entdeckt haben. Die Ordos sagen, sie ernten nur Spice, aber wir haben mehr Trikes als Sammler entdeckt. Gegen zwei Häuser gleichzeitig zu kämpfen, können wir uns nicht leisten, also fangt kein Gefecht an. Erntet nur so schnell wie irgend möglich euren Anteil. Wenn sie sich unterstehen anzugreifen, vergrabt ihre Basis im Wissensand. Aha. Also wir sollen 5000 Spice abbauen, sehen wir hier. Noch ein Übungseinsatz, okay, krass. Es folgt eine Beschreibung der neuen Einheiten. So, dann schauen wir doch mal. Ah, Wüstentruppen haben wir jetzt hier. Schaut mal. Die Wüstentruppen, das sind quasi die Raxirus aus Command & Conquer. Also auch sehr langsam, aber halt mit Raketen. Panzertruppen leicht, okay. Ah, jetzt haben wir zum allerersten Mal die Quads zur Verfügung. Das sind so Raketenpanzer, so kleine. Auch verdammt interessant, muss ich sagen. Ja, die Betonmauern, die kennt, glaube ich, jeder. Oh, das war's schon. Okay, Freunde, würde ich mal sagen. Fangen wir einfach mal an. So. Ich muss aber jetzt gerade einmal gucken. Warum gibt es denn hier keinen Sound? Eine Sekunde mal. So, ich hab's wieder repariert. Keine Ahnung, warum da auf einmal 71 Stunden stand bei meinem Neuwurf. Keine Ahnung. Oh, da kommt wieder so ein Scheißwurm. Wo ist der denn? Dann zieh dich mal zurück. Ah, da muss man immer aufpassen. Die können einen ganz schön nerven. Ich muss gucken, wo der ist, verdammt nochmal. Ja, deswegen ist es auch wichtig, die ganze Karte zu erkunden, damit man direkt die Meldung Wurmzeichen kriegt. Und dann direkt weiß, wo der Wurm ist. So. Beziehungsweise nicht direkt, aber man weiß, der Wurm ist im Sichtfeld irgendwo. Und ich glaube, pro Karte gibt es aber auch nur einen Sandwurm. Bereit, Commander. Ach, die Musik wieder episch. Ja, Sir. Überall Männchen, okay. Ja gut, dann gehen wir Für hier den hin. Herzog. Das ist jetzt mein Aufklärer hier. Jawohl, Sir. So, Freunde, ja, dann geht's mal weiter. Hier am besten nicht drauf fahren, weil das verlangsamt ein Jahr, habe ich ja beim letzten Mal schon erklärt, ne? Diese Sanddünen da. Jawohl, Sir. Für So. den Herzog. Für den Herzog. Ach, die Musik auch wieder Bestätigt. herrlich. Ende. Jawohl, Sir. Konstruktion bereit. Einfach mal ein bisschen Bestätigt. genießen, die Ende. Mucke auch hier, ne? So. Basilus, ja, mach ich gleich. Ihre Befehle, Ich Sir. brauche jetzt erstmal ein paar Panzer, Jawohl, glaube Sir. ich. Brauche mal einen Für den Herzog. Für den Herzog. Für So, den Herzog. Freunde, falls ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, das liegt an meiner Frau, die guckt drüben im Für den Zimmer Herzog. Animes. Ja. Oh, das sind aber viele Einheiten. Bestätigt. Aber da kommst du durch, ja. Sehr Bestätigt. schön. Ende. Ja. Für den Herzog. Sozusagen. Und. Bestätigt. Ja. Zu wenig Was Geld. ist. Was? Was? Für den Herzog. Was? Was? Wer schießt hier? Bestätigt. Da kriegt man ja voll die Paranoia, wenn man nicht weiß, wo die schießen. Aber wahrscheinlich wieder hat irgendeiner auf den Sandwurm geschossen, ja. Bestätigt. Das wird's sein. Jawohl, Sir. Ah, wisst ihr, oh, hier ist. Oh, scheiße, 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 weg hier. Hier ist eine Jawohl, Basis. Sir. Oh. Da ist eine Ordos-Basis. Schaut mal da. Jawohl, Sir. Einheit bereit. Der hat es natürlich auch schön Jawohl, Sir. abgesichert, ne? Ist klar. Ihre Befehle, Sir. Aber größtenteils eigentlich nur mit Mannequin. Ne? Jawohl, Sir. So. Dann fahren wir da oben durch jetzt. Schaffst du das? Ihre Befehle, Sir.
Oh, spannend, ey. Schaffst du das? Hey, sehr schön. Okay. Dann erforsch mal weiter die Karte, bitte. So, jetzt seht ihr, jetzt haben wir schon wieder 1000 Credits. Oh, da ist der Wurm. Da ist der Wurm, okay. Alles klar. Zum Glück bewegen sich diese Würmer sehr langsam vorwärts. Weil ich habe keinen Bock, als Wurmfutter zu enden. Verdammt nochmal. Nee, das muss nicht sein. Mehr nicken, komm, ist gut. Wurmfutter, hört sich lustig an, ist es aber nicht. Oh, und das hier, das ist hart jetzt. So, ich war abwechselnd. Also Quad-Trike. Das ist einfach die beste Mischung, weil die Manneken, ja gut, die sind zwar billiger, aber im Endeffekt ist auch schneller kaputt. Ne? Die können zwar noch nicht überfahren werden, aber trotzdem ist das... Ich arbeite nicht gerne mit Manneken. Keine Ahnung, also nee, die bringen es irgendwie nicht. So, der Wurm kommt wieder hier hin. Okay. Der wird wahrscheinlich gleich... wo ist der? Da oben. Okay, nee, dann. Der wird gleich, wahrscheinlich gleich wieder versuchen, meine Sammler zu fressen. Aber ja. Jawohl, Sir. Bestätigt Ende. Immerhin ist es fair gemacht mit den Würmern, jawohl, dass die auch die Gegner fressen. Für den Herzog. So sieht man die nicht auf der Karte. Nee, man sieht die nicht auf der Karte. Zieh mal die Raketenpanzer zurück. Für den Herzog. So, damit die Trikes auch helfen können. So, haben wir hier neue Einheiten. Mit hier hin. So, okay. Ja, aber man sieht hier auf der Karte schön das Spice hier, ne? Diese weißen Flecken hier unten, das sind Spice-Flecken. So, Freunde. Dann erkunden wir mal weiter. Was ist denn hier für eine Schlacht, ey? So, weitere Trikes bitte. Da ist der Wurm. Alles klar. Ja, ich hab's gesehen. Du brauchst mir das nicht zu sagen. Der buddelt sich mir nach. Okay, krass. So, dann... Ja, der kann auch ruhig jetzt draufgehen, weil ich habe jetzt gleich die ganze Karte erkundet. Ja, das ist das, was ich immer mache am Anfang bei Strategiespielen. Die Karte erstmal erkunden, weil das ist das Wichtigste überhaupt. So, der nimmt nach wie vor auf. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt auch einen Trick gefunden, wie ich In-Flight-Aufnahme-Checks machen kann. Beim Loilo. Also ich habe den Loilo einfach jetzt hinter das Fenster gelegt von Dune. So dass, ja, dass ich da immer sehe, ob er aufnimmt oder nicht. Das ist doch gut, oder? Oh, hier ist ein anderer Eingang, okay. Krass. Aber mach erstmal keinen Stress, ich will so viel wie möglich noch mitkriegen. Ah, die Basis ist ja mini. Ach, also wirklich, Freunde, was soll das denn hier? Das ist ja wohl ein Witz, was ihr habt. Das war ganz ehrlich, das ist ja Mini-Basis hier. Man kann es auch reinfahren, eigentlich. Erkunde mal so viel, wie es geht. Oh, ich kann sogar komplett aufdecken. Krass. Ja, Mini-Basis. Buff. Ich finde die Explosion hier so geil. So, das ist alles, was die hier haben. Also, 1, 2, 3, 4, 6, 7 Gebäude. Süß. Da reichen ja schon fast. Ah, ich nehme lieber... vollgeheilte Einheiten, genau wie das hier. Ist kaputt. Ah ne, die gehen. So, dann bauen wir jede Menge Quatsch und dann statte ich dem Gegner mal einen Besuch ab. Hier ist auch noch ein voller. So. Dann, Freunde, ja, würde ich mal sagen, baue ich jetzt noch 2, 3 Quatsch oder... Ne, Trikes hier. Ich habe jetzt hier 7, 8 Quads gleich und 5 Trikes. Das heißt, ich brauche noch 3 Trikes und dann gehe ich mal los. Weil dann ist das so in etwa halbe. Und das passt dann schon. So, wo ist der blöde Wurm eigentlich jetzt? Wo ist der? Ich habe keinen Bock, gleich eine negative Überraschung zu erleben. Oh Mann. Ich glaube, ich brauche noch das ein oder andere Silo. Ja gut, komm. Dann baue ich es halt. Das habe ich bei Commander Conquer ja auch das ein oder andere Mal vergessen. Das ist die Silos, ja. So, ich habe jetzt 1000. Oh. Ja, nee, das wird schon reichen. Das wird schon reichen mit den Silos. Konstruktion bereit. Eins reicht. Passt auch mit der Energie noch, ja. So, weitere Trikes bitte.
Was schießt denn hier schon wieder? Hä? Naja, egal. So sieht die Ordos-Kaserne im Übrigen aus, Freunde. In Form einer Schlange. Sehr cool, auf jeden Fall. Und wir haben den Adler. Wir sind quasi Adler gegen Schlange jetzt. Bereit, Commander. So, das ist jetzt erstmal mein Angriff. Oh, drei Raketentypen. Für den Herzog. Ich wollte schon wieder Raxio sagen. Da seht ihr, dass wir die reinhauen eigentlich, ne? Das gleiche auch mit den Quads. Mit meinen Quads. So. Dann, meine Armee, geht mal bitte dahin. Währenddessen sammle ich die Kohle. Vielleicht reicht das schon gar nicht mehr von der Zeit, den Platz zu machen, aber ist egal. Ich glaube, wenn wir den platt machen, haben wir auch gewonnen. So, Freunde. Ja, wie gesagt, also, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und kommentiert mir also, wie eure Erinnerungen an das Spiel sind und ob ihr es mögt oder nicht. Und würde mich sehr interessieren, auf jeden Fall. So, dann auf geht's. Jawohl. Ihre Befehle, Sir? So. Ja, Sir. Dann auf da. Hier auf diese Gebiete, auf diese Felsvorsprünge, können Manniken zum Beispiel draufgehen. Da können die Panzer zum Beispiel nicht drauf. Das heißt, wenn wir die Fremen irgendwann haben, können wir hier ganz schön quasi so ein... So eine Nicht-Angriffszone quasi für Minigun. Können wir da schön die Panzer mit ärgern, mit den Fremen. Ja, es sei denn, der Gegner hat Belagerungsgeräte, weil die sind verheerend für Panzer. Ziemlich genau wie in Command & Conquer auch mit der Artillerie. So, der Sammler ist schon mal weg. Der geht ganz schön schnell kaputt, muss ich sagen. So, dann geht schon los hier. Ach, die halten ja gar nichts aus. Ah, der hat schon... Ernsthaft? Der kriegt Sammlerverstärkung? Das ist aber jetzt unfair. Ey, das ist unfair, Junge. Die krieg ich nicht, die Sammler. Ich krieg nicht einfach mal so einen Sammler geschenkt hier. Ja, KI halt, ne? KI in Westwood-Strategie spielen. So, naja, egal. So, mach das mal kaputt, dann krieg ich ja nämlich auch kein Geld mehr. Oh! Ja, sowas kann hier auch passieren, Friendly Fire. Oh Mann, oh Mann. Naja, gut. Da haben wir jetzt eine Einheit quasi durch Friendly Fire verloren, ja. Ach, nee. Oh. Ja, los zusammen, da bin ich wieder. Ach Mann, ey. Ja, das Spiel ist abgestürzt. Leider Gottes, ey. Das Spiel ist leider abgestürzt und ich musste es komplett nachspielen. Keine Ahnung, warum das jetzt abgestürzt ist, ey. Verdammt nochmal, ich muss jetzt natürlich 10 Minuten wieder nachspielen. Oh! Der Wurm. Oh! Um Gottes. Oh Gott, fahr bloß weiter, ey. Scheiße, ich hab den Wurm völlig vergessen. Ja, da habt ihr das jetzt mal gehört. Der Wurm hat einen Sammler von mir gefressen. Okay. Aber ich habe 3000 Credits. Das sollte passen, so. Ja. Ach Mann, ey, das ist ärgerlich, wenn es abstürzt. Das ist richtig kacke. Das muss doch nicht sein, oder? Wo war ich jetzt beim letzten Mal stehen geblieben? Ach ja, wir haben hier den Bauf eben platt gemacht und. Und, ich war am Erklären, dass Gebäude, wenn die explodieren, die machen Schaden. Also wenn da direkt eine Einheit neben steht, dann kriegt die Schaden. Das finde ich sehr krass. Ja, und jetzt haben wir zu allen... Wieso kriegst du hier ständig Sammler? Was soll das? Der hat doch keine Raffinerie mehr. Was willst du damit? Naja. So, da vor diesen Trümmerteilen. Da müssen wir aufpassen mit den kleinen Einheiten zumindest. Weil die können einen töten. Das ist nicht so toll. Ach Mann, ey, da habe ich gerade so schön aufgenommen, war so schön im Flow und dann stößt es ab. Gut. Also ich muss mir jetzt angewöhnen, öfter zu speichern hier. Ach ja, das ist halt bei diesen alten Spielen immer, ja, immer blöd. So, aber mit dem Rest hier kann ich jetzt eigentlich... Ja, der Wurm hat eben einen meiner Sammler gefressen, das ist das Problem. Und ich mache nochmal eine ganz kurze Pause. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Meine Güte, ey.
Tut mir leid für die ganze Unterbrechung, aber es kam gerade noch ein Anruf und dann wollte meine Frau was von mir. Und ja, das ist gerade ein bisschen blöd alles, aber... Und dann stürzt das Spiel andauernd ab. Keine Ahnung, was hier heute los ist. Aber ich würde sagen, das muss uns jetzt nicht mehr interessieren. Wir machen jetzt hier noch den letzten Sammler platt. So, dann kommt hier noch ein Mannequin gleich. Da muss ich jetzt mal gucken, ob das reicht, wenn wir alles platt machen oder ob wir wirklich diese 5000 Spice brauchen. Orders wurden ausgelöscht. So, der Gegner ist platt. Alles klar, cool. Aber es reicht nicht. Okay, krass. Es reicht nicht. Heftig, ja. Und dieser Part ist aber auch wieder genau eine halbe Stunde. So, dann könnt ihr jetzt vielleicht mal sehen, wie der Wurm eine Einheit frisst. Oder? Ne, die fahren dran vorbei. Okay, gut. Alles klar. Ach Mann, ja, dass man so eine Probleme mit so alten Spielen hat, das kennt man ja mittlerweile. Ne? Das war ja bei Command & Conquer am Anfang auch nicht anders. Aber ja, also dieses Spiel ist halt sehr empfindlich. Ne? Und genau deswegen muss ich mir angewöhnen, öfter zu speichern. Ja, habe ich ja gerade schon mal gesagt. So. Bereit, Commander. Die letzte Spice-Lieferung kommt rein für die Mission. Ja, wir haben alle Gegner platt gemacht. Ah, man sieht den Wurm sehr wohl auf der Karte. Schaut mal hier, da ist ein gelber Punkt. Das ist ein Sonnen. Ah, das ist praktisch auf jeden Fall. Das ist verdammt praktisch. Dass man den Wurm auf der Karte sieht. Finde ich cool. So. 300 noch. Ja. 800. 900. Und das war's. So. Einsatz erreicht, ja. Und die Musik hier ist wieder ein bisschen laut. Aber naja. Haben wir die Mission auch geschafft. So, letzte Übungsmission müsste das gewesen sein. Wir sind immer noch Sandkrieger mit 488 Punkten. Und wir haben die Gegner ganz schön platt gemacht, würde ich sagen. Okay, Freunde. Die Atreides drangen nach Osten vor. Aha. Ja. Da wir jetzt gegen die Orders gekämpft haben, haben wir unten das auch eingenommen und das hier auch. Also die beiden. Und, dann nächstes Mal geht's gegen die Harkonnen. Krass. Okay, Freunde. Das allerdings, Freunde, machen wir erst das nächste Mal. Ich würde jetzt hier erstmal Schluss machen und würde es gleich mal zusammenschneiden. Und dann auch hochladen. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch trotz der ganzen Probleme... Nein, nicht Probleme, trotz der ganzen Schritte gefallen hat. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.